Vermeintlichen Spaziergang der Saarbrücker zur erfolgreichen Titelverteidigung war plötzlich eine Zitterpartie geworden. Denn als Jan-Ove Waldner hier im Bild, der 19-jährige Schwede, die Nummer 1 von Saarbrücken auf Desmond Douglas, die Nummer 1 der Düsseldorfer traf, führte Düsseldorf sensationell hoch mit 7:3 Punkten. Wir sind im zweiten Satz. Douglas führt mit 18:12. Den ersten Satz hatte Waldner knapp gewonnen. 18:13. Douglas seit 8 Jahren die Zuverlässigkeit in Person für Borussia Düsseldorf. 19:14. Hat hier in der Schlussphase dieses zweiten Satzes große Schwierigkeiten. 19:15. Dennoch immer noch klare Führung. Waldner, 19 Jahre, Nummer 2 der Europarangliste und als bester Europäer in der Weltrangliste eingestuft. Und jetzt hat Waldner, ein Aufschlagsspezialist, wie es in Europa keinen außer ihm gibt, den Vorzug, den Ball selbst ins Spiel zu bringen. Waldner, der in diesem Jahr dem gebürtigen Jamaikaner Douglas den Titel als bester Bundesligaspieler der Saison streitig macht, hat nun den Rückstand bis auf einen einzigen Punkt aufgeholt. Im ersten Satz, da lag Douglas auch schon mit 19:14 in Führung, wie im zweiten. Der Ausgleich, frenetisch bejubelt von etwa 1000 Zuschauern in Saarlouis. Mehr waren nicht gekommen. Das schöne Wetter. Und wie viele glaubten, der Mangel an Spannung. Aber wie gesagt, dieses Finale, dieses Rückspiel war plötzlich ein echtes Endspiel geworden. Mit 9:5 hatte ja Saarbrücken in Düsseldorf gewonnen. Und bei einem Sieg der Düsseldorfer vielleicht mit 9:4, da käme es dann sogar noch auf das Satzverhältnis an. 20:19. Ja! 21:19 und 21:19 gewinnt Jan-Ove Waldner dieses äußerst wichtige Match, verkürzt auf 4:7. Und jetzt hing alles vom Spiel der beiden deutschen Spitzenspieler ab. Nämlich Georg Böhm, der deutsche Meister, gegen Ralf Wosig, die Nummer 2 der deutschen Rangliste. 4:7. Georg Böhm mit dem Rücken zur Kamera gegen Ralf Wosig. Böhm 23 Jahre alt, Wosig 27. Die beiden sind die Spitzenspieler des deutschen Tischtennisbundes. Den ersten Satz hatte Böhm ganz eindeutig mit 21:10 gewonnen. Jetzt allerdings führt Wosig mit 19:16. 17:19. Auch Böhm, ein Mann, der sehr raffiniert aufschlagen kann. Der Ausgleich, und das Publikum in der Halle weiß, gewinnt Georg Böhm dieses Match, gewinnt er diesen Satz, dann ist Saarbrücken Meister, denn die Düsseldorfer können dann nur noch dieses Rückspiel gewinnen, aber nicht mehr
den Satzrückstand aufholen. Matchball mit einem Punkt. Mit dem nächsten Punkt kann Georg Böhm die Meisterschaft zugunsten des ATSV Saarbrücken entscheiden. Da ist der Punkt und die Saarbrücker haben diesen entscheidenden Punkt geholt, aber das Rückspiel gewannen tatsächlich die Düsseldorfer mit 9:5. Genauso hoch, wie sie zu Hause verloren hatten, waren aber in der Endabrechnung insgesamt um 4 Sätze schlechter. So knapp ist in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft zwischen diesen beiden Vereinen ausgegangen, die ja auch im vergangenen Jahr ein Entscheidungsspiel brauchten, in dem auch im vergangenen Jahr Saarbrücken die glücklichere Mannschaft war. So viel aus St. Louis, zurück in die Sendezentrale.